Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Second Wind. Ja, Leute, ich friere mir hier gerade ein bisschen mein Hintern ab. Deswegen gehen wir doch mal direkt in den Schrein rein, oder? So, auf jeden Fall hat sich hier scheinbar echt was getan. Ach du Heiliger. Ich sehe Feuer, das hier rotiert. Und ich sehe Flederbeißer, die ebenfalls Feuer gefangen haben. Genauso wie mein Krogfächer. Na hoppala. Ja, Leute, wir waren dabei, die Gerudo-Hochebene zu erkunden. Reiche mir Eis da und ich zeige dir den Weg. Okay, wem soll ich Eis da reichen? Hier ist irgendwo noch ein Flederbeißer. Ach, da oben. Na komm, lass auch einmal sterben. Wie viele sind denn das? Okay, das sollten jetzt hoffentlich alle gewesen sein. Gut, wo muss das Eis jetzt hin, ist die Frage. Ach, du Heiliger. Das ist ja mal ein krasses Rätsel. Kann ich das hier ebenfalls anzünden? Da drüben ist auf jeden Fall was. Das ist wahrscheinlich nur ein Secret, oder? Vielleicht doch kein Secret. Vielleicht muss ich hier lang. Okay, legen wir uns erstmal mit den Gegnern hier an. Ich glaube, das ist tatsächlich sinnvoller. Okay, die kriegen ganz schön gut Damage. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Wächterachse absolut OP ist. 60 Schaden. Hoppala! Ist schon gar nicht so schlecht. Oh nein, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Und ich höre noch mehr Flederbeißer. Wie viele existieren denn hier? So. Nein, ich wollte dich nicht nur wegschleudern. Ich wollte dich tatsächlich auch damit treffen. So. Du darfst jetzt einmal so sterben. So, einmal hier an die Materialien ran, aber ganz vorsichtig. Und jetzt darf ich das Eis da, glaube ich, einmal hochwerfen, oder? Muss ich das hochwerfen? Geht das? Wie hoch werfe ich denn? Jit! Ja, doch. Hat ganz gut geklappt, actually. Dann sparen wir uns schon mal den Part hier. Schmilzt es schon? Ich glaube, es ist noch nicht kleiner geworden. Noch haben wir Glück. Schnell rüber, schnell rüber. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, der Schrein hat sich, glaube ich, dezent verändert. Ich kann mich auf jeden Fall gerade nicht daran erinnern. Och nee, noch mehr Flederbeißer. Die sind halt doppelt lästig. Erstens, weil sie Schaden machen. Zweitens, weil sie meinen Eisblock zum Schmelzen bringen können. Wenn sie sich mir zu sehr nähern. Na kommt. Die kommen nicht runter. Hallo, wollt ihr runterkommen oder eher nicht so? Dann werfe ich mal Bomben hoch. So, die sind schon mal weg. Und ihr da oben? Kommt ihr jetzt? Die kommen immer noch nicht. Hä? Na, kommt doch mal. Freundchen. Du da. Hoppala. Das war leider daneben. Aber das war ein Treffer. So, und hier muss ich besonders aufpassen. Ich glaube, hier muss der Eiswürfel einfach nur durchgeslidet werden. Wie in die DMs. Wenn ich Instagram hätte. Oh. So, dann machen wir das mal so. Schlagen wir ein paar Mal gegen. Am besten nicht mit einem feurigen Gegenstand. So, okay, das hat aber gut geklappt. So, und du da. Ich glaube, mein Bogen ist ein bisschen zu OP. Wie wäre es, wenn wir diesen hier nehmen? Okay, das war einfach. Befindet sich da unten jetzt noch was? Nee, sieht nicht so aus. Aber wir müssen hier rüber. Okay, wie es aussieht, müssen wir hier das Eis einmal durch den ganzen Schrein transportieren. Also von der Grundmechanik hat sich hier, glaube ich, nichts verändert. Aber der Aufbau ist halt komplett anders. Zumindest kann ich mich hier gerade überhaupt nicht dran erinnern. Von daher denke ich mal, dass das schon stimmen wird. Was genau muss ich hier tun? Okay, unten ist das Feuer auch blockiert. Das ging nämlich gerade noch nicht. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht doch zum Vorschein. Nee, sieht aber gut aus. So, wie weit ist denn das jetzt noch? So, kommst du runter? Die wollen nicht runterkommen. Was ist mit denen? Irgendwie sind die verbuggt, ne? So, du darfst auch einmal sterben. Und du bist auch einmal weggeschossen. Nee, wobei. Nimm eine Bombe. Das geht, glaube ich, besser. Oder auch nicht. Dann musst du es halt so tun. So, ich habe jetzt noch irgendwo einen Flederbeißer gehört. Wie hoch geht's denn hier noch? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube, der Block ist kleiner geworden. Och, nee. Der ist wirklich kleiner geworden in der kurzen Zeit. Was mache ich jetzt hier? Oh, das ist jetzt eklig. Das ist jetzt eklig. Hoppala. Also ich bin sehr, sehr überrascht, was für coole, innovative Schreine hier einfach hinzugefügt wurden durch diese Mod. Mega wild, würde ich sagen. Kann ich das anhalten?
Das kann ich nicht anhalten. Okay, ich habe tatsächlich eine Idee. Und die ist sehr, sehr verrückt. Aber, passt mal auf. Wir können den Spaß anhalten. Dann ein paar Mal draufschlagen. Und zwar ein paar Mal. Und jetzt müssen wir das Ding schnell anheben. Yes, okay, das hat funktioniert. Jetzt müssen wir da nur einmal selber drunter. Wie mache ich denn das? So. Yes, 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 yes. Da ist mein Eiswürfel und... Wohin damit? Hab ich es geschafft? Da ist auf jeden Fall der Ausgang. Aber wir müssen aufpassen. Doch, das war's. Okay, ich musste einfach nur diesen Eisblock hierher transportieren. Aber ich habe jetzt hier keine Truhe gefunden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo eine extra Truhe geben müsste, oder? Okay, ich schaue mich nochmal ganz kurz um. Ich kann mir nicht vorstellen. Moment mal, was? Wir hätten noch hochgekonnt? Naja, gut, hätten wir nicht. Wir haben ja gar keinen Revali-Sturmgrad. Moment mal, aber hier ist eine Leiter? Hä? Ich glaube, hier ist tatsächlich doch kein Versteck für eine Extra-Truhe. Zumindest finde ich gerade keins. Gut, dann verziehen wir es mal wieder. Ja, aber als ob hier echt keine Extra-Truhe ist. Gut, wie komme ich jetzt am schnellsten wieder hoch, ist die Frage. Moment mal, was haben wir hier? Hier ist eine Truhe. Aha. Oh mein Gott, ich merke gerade, ich glaube, mir kommt der Aufbau des Schreins doch wieder bekannt vor. Also zumindest hier mit der Truhe. Das erinnert mich auf jeden Fall an den anderen Schrein. Ob ich dann doch schon mal hier war? Wie gesagt, ich kann gerade wirklich gar nicht einschätzen, inwiefern hier was verändert wurde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch nicht so einen schweren Schrein absolvieren musste. Zumindest in Kombination mit dem Eisblock. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Originalschrein ein bisschen einfacher war. Na gut. So, schnell rüber. Ja, war eine kleine Veränderung, aber klein ist nicht automatisch schlecht. Es war ein sehr, sehr guter Schrein. So, holen wir uns noch das Zeichen der Bewährung ab und dann untersuchen wir weiter die Gerudo-Hochebene. Und wir haben jetzt 4 Zeichen der Bewährung. Let's go. So, ich habe gerade im Ladebildschirm gesehen, dass ich ganze 40 Schreine jetzt absolviert habe. Das heißt, wir sind gerade mal bei einem Drittel aller Schreine angekommen. Was gar nicht mal so gut ist, wenn man bedenkt, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, bis Tears of the Kingdom rauskommt. Deswegen, ja, wir sollten uns mal ranhalten. Und ich denke, für den nächsten Schrein müssen wir hier einmal das Lager besiegen. Moment mal, warum sind hier so viele Holzbündel? What? Hab ich noch eigene? Ich habe einen eigenen. Okay, dann lösche ich mal ganz kurz dieses Lager hier aus, auch wenn das gefährlich sein könnte. Feuerpfeile. Okay. Sehr nice. Wie gehe ich da jetzt am besten vor? Die klassische Methode. Bombmodul. Okay, die halten doch ein bisschen was aus. Ach du Heiliger. Habe ich denn hier irgendeinen Angriffsbuff oder so? Nee, sieht nicht gut aus. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Nein, 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 nein. Das war nicht gut. Der hat mich gewone-shottet. Das gibt's nicht. Okay, die machen Schaden und ich mache keinen Schaden. Also eigentlich wollte ich nur die Holzbünde einsammeln, okay? Komm. Oh mein Gott. Okay, nein, das war so eine dumme Idee, wirklich. Das war ja mal wieder komplett lost. Die haben halt gute Waffen, ne? Nein, du triffst mich nicht nochmal. Du auch nicht. Oh, die schießen alle hier auf mich. Was ist denn das? So, komm. Du musst leider als erstes sterben. Mann, wenn ich dich treffen würde. Komm, 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 komm. So, der ist schon mal weg. Der mit dem Bogen. Hoppala, du willst aber richtig wissen, was. Ja, okay, der wird es auch richtig wissen. Einmal zuschlagen. Ich würde gerne meine Waffe switchen, actually. So, perfekt. Jetzt einmal Spin to Win. Ja, okay, damit mache ich echt viel Schaden. Und komm. Der ist auch tot. Oh, Wächterachs ist viel zu nice. Die ist viel zu nice. Komm, stirb. Den Schild sammle ich auch noch ein. Okay, ich sollte mein Leben im Auge behalten. Ich habe noch 2 Feen. Das ist noch in Ordnung, aber ganz schön heikel hier. So, Ritterschwert nehme ich natürlich auch noch mit. Eigentlich wollte ich halt, wie gesagt, nur diese ganzen Holzbünde einsammeln. Aber ich glaube, die Exhalfosse wollten nicht gern teilen. Hoppala. Und der schon mal gar nicht. Hoppala. So, wir warten jetzt hier erstmal eine Runde. Falls der uns lässt. Der lässt uns nicht.
Okay, dann verduften wir. Dann verduften wir einfach. Gar kein Thema. Ich habe gerade voll vergessen, dass ich immer noch keinen Rivali-Sturm habe. Das macht sich natürlich überhaupt nicht gut, weil ich muss da eigentlich hoch. Hier irgendwo ist nämlich in der Nähe der Gerudo-Turm. Wobei, war das der Gerudo-Turm? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Und hinten ist auf jeden Fall das Siegerversteck. So, was haben wir hier? Bist du ein Gegner? Ich hoffe, du bist kein Gegner. Okay, ist nur eine Truhe. Und was haben wir hier drin? Ein Sonnenschild. Oh, nehme ich den mit? Actually, eigentlich brauche ich den nicht. Was ich stattdessen tun sollte, ist hier hochkommen. Die Frage ist, schaffe ich das? Habe ich irgendwas, das mir Ausdauer gibt? Nö, natürlich nicht. Oh Gott. Moment mal. Ich habe doch Kletterausrüstung, oder? Ja, komm, damit bin ich ein bisschen schneller. Jetzt muss ich hier irgendwie auf diesen Turm kommen. Und dort befindet sich, soweit ich weiß, auch ein Schreinrätsel, wo man auf eine bestimmte Uhrzeit warten muss. Genau, auf dem Turm war oben Kashiwa drauf. Und der hat uns verraten, wie man Zugang zu diesem Schrein bekommt. Oh Gott, ich merke, ich bin einfach viel zu langsam. Ich sollte mir echt mal Sportessen machen. Mit Eponator Zero wäre das doch einfach einfach. Ja, einfach einfach. Hoppala. Na kommt. Das war nicht so schlau. Aber ich glaube, ich hätte mehr Damage bekommen, hätte nämlich eingefroren. Von daher, ich akzeptiere es einfach mal. Sind das hier Leuchtwürmer? What the hell? Okay, mein Leben sieht gar nicht so gut aus. Oh, nee, 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 nee. Du darfst einmal sterben. Und dann würde ich jetzt gern mal mich wieder gegenheilen. Bevor das hier noch unschön endet. Och nee, nervt doch nicht. Kommt schon. Wo ist der Turm? Ich bin gerade mega verwirrt. Der müsste doch hier sein. Ich laufe doch gerade in den Süden, oder? Ja, das sieht mir sehr nach Süden aus, wenn ihr mich fragt. Hier gibt es noch Wildbären. Oh nein, die brauche ich doch gar nicht. Ach, das war in dem anderen Projekt. Mist. Da haben wir Wildbären gebraucht, um unsere Rüstung zu verbessern. Ja, aber das ist jetzt natürlich eher nicht der Fall. Wenigstens haben wir den Turm gefunden. Ich sag mal so, darüber kann man sich auf jeden Fall freuen. Jetzt halt nur die Frage, auf welche Tageszeit muss ich jetzt warten? Ich muss auf jeden Fall warten, dass der Turm dort diesen Sockel verdeckt. Und ich muss in der Zeit, glaube ich, draufstehen. Na gut, wir werden es gleich herausfinden. Oh mein Gott, es war gerade die Uhrzeit, ne? Wie spät haben wir es denn? Kann ich es hier irgendwo sehen? Okay, ich muss ganz kurz hier mal mein... Ich muss hier ganz kurz die Bildschirmanzeigen einstellen. 1 Uhr morgens? Nee, oder? War das 1 Uhr morgens? So, die Gerudo-Hochebene haben wir damit jetzt auch aufgedeckt. Was uns halt gar nichts bringt, weil wir sie eh eigentlich schon komplett erkundet haben. So, und jetzt müssen wir einmal mit Kashiwa reden. Oh Mist, wir sind echt viel zu knapp gekommen. Oh, never mind. Wir müssen auf die Sonne warten. Hm, okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, das heißt, wir dürfen jetzt hier einmal warten. Und dafür habe ich nämlich hier schon mal diese ganzen Holzbünde eingepackt. Habe ich auch noch Feuerstein? Bestimmt, oder? Ja, na sicher. So, dann wird einmal draufgeschlagen. Und wir warten mal auf den Mittag. So, wie sieht's denn aus? Wo ist denn der Schatten? Der ist da drüben. Okay. Es geht relativ fix, denke ich mal. Ja, wir fliegen einfach los, wenn der Schatten etwa so auf meiner Höhe ist. So, okay. Ich spring dann mal los, denn ich kann Kashiwas Akkordeon einfach nicht mehr ertragen. Das ist viel zu anstrengend, wenn man es die ganze Zeit hören muss. Mittlerweile hat man es auch schon ein bisschen überhört. Ich überlege nur gerade echt, wo wir hier sonst noch Schreine finden könnten. Bin der Meinung, Gerudo haben wir schon komplett absolviert. Zumindest was Schreine angeht. Also bis auf die Schreine, die in dem DLC vorkamen. Also... eine Ballade der Recken. So, wo ist jetzt der Schatten? Okay, der ist unter mir. Na, dann warten wir mal eine Runde. Mal wieder. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich finde diese Schreine übel lästig. Es ist zwar ein cooles Rätsel, aber es ist einfach nur nervig, immer auf die richtige Uhrzeit zu warten. Aber gut, wir haben es jetzt geschafft. Und jetzt sollte sich auch der Schrein erheben. Und ich hoffe mal, dass es nicht nur ein Segensschrein sein wird. Wobei ich es mir gut vorstellen könnte, weil man ja schon im Voraus eine Prüfung, sag ich mal, absolvieren musste. Oder eher ein kleines Rätsel. Weil Prüfung ist vielleicht ein sehr, sehr großer Begriff dafür, dass wir einfach nur gegen die Sonne schießen mussten. Aber gut, schauen wir mal in dem Sasakai-Schrein nach. Und hier ist eine Kraftprobe. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber gut, sollte, glaube ich, kein Problem werden. Aber ich sollte auf jeden Fall meine Barbarenkleider wieder anziehen. Ich sollte auf jeden Fall die Irrschlösser machen, damit ich meine Barbarenrüstung komplett vollkriege. Dann würde ich ziemlich viel Schaden machen. Wobei ich eigentlich ganz gute Waffen habe, aber... na, 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 na. Na komm, schieß doch. Oh, das war nicht so gut. Warum mache ich eigentlich so wenig Schaden? Ja, schon besser. Okay, der Schaden ist quasi... ja doch, der ist schon vorhanden, aber... geht schon besser, oder?
bin auch gerade ein bisschen verwundert, wie oft ich hier zuschlagen kann. Nein! Oh, ich wollte gerade mein Schild rausholen. Ich bin auch dumm. Na, was machst du jetzt? Weißt du was? Nö. Einfach nein. Und jetzt Spin to Win. Komm, 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 komm. Nein. Komm, stirb, mein Freund. Yes. So, das war's. War leider kein neuer Schrein, aber ich habe mit weniger gerechnet. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass es hier einfach nur wieder ein Segensschrein sein wird, aber ist es nicht. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, wie lange die Waffen ausgehalten haben. Nicht, dass ich hier versehentlich wieder ein unendlich Durability-Cheat aktiviert habe, aber ich denke eigentlich nicht. Die Waffen sind auch schon wieder ein bisschen abgenutzt. Hier ist noch ein Eisschwert drin. Warum sind in diesen Truhen hier so viele Eisschwerter? Will mir das Spiel irgendwas sagen? Ja, okay, tun wir das alte weg. Na, ich habe gesagt, das alte kommt weg. Sehr nice. Und dann holen wir ein weiteres Zeichen der Bewährung. So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt eigentlich mit Gerudo durch. Und wir können auf jeden Fall hier in den Norden reisen. Denn hier an der Klippe gibt es irgendwo eine Prüfung, wo wir ja mit Elektropfeilen draufschießen müssen. Die Frage ist nur, von wo gehe ich jetzt los? Ich denke mal von hier hinten. Let's go. Ich bin echt ein bisschen sad, dass ich mein Pferd hier nicht oben benutzen kann. Benutzen, das klingt irgendwie voll falsch, wenn es um mein Pferd geht. Aber auf jeden Fall, dass ich es hier nicht hochbringen kann. Wobei sich das Pferd wahrscheinlich sehr, sehr darüber freut, ihn nicht in der Kälte zu chillen. Ist wahrscheinlich auch eher unschön. Jetzt ist halt die Frage, an welche Felswand muss ich gucken? Ich habe halt keine Ahnung mehr. Ich denke mal nicht rechts, denn es war auf jeden Fall keine verschneite Wand, soweit ich mich erinnern kann. Oh ja, und steht auf jeden Fall noch einiges offen. Und dort hinten ist auch noch der Satori-Berg. Dort gibt es auch einen Schrein. Ich glaube, da sollte ich auf jeden Fall mal hingehen. Oh, das war aber sehr, sehr knapp, Link. Das war aber sehr, sehr knapp. Du spielst hier wirklich mit dem Feuer, ne? So, wo war jetzt der Spaß? Ich habe halt wirklich gar keine Ahnung mehr. Okay, das ist ein Kojote. Ach, weißt du was? Ich lasse dich in Ruhe. Eigentlich wollte ich dich gerade töten, aber ich habe es mir doch spontan anders überlegt. Heute scheint wirklich dein Glückstag zu sein. War das jetzt noch weiter unten? Glaube eigentlich nicht. Hinten müsste es gewesen sein. Habe ich recht? Oh, Blutmond. Ist klar. Ich weiß nicht warum, aber die Panic-Blutmonde nehmen in letzter Zeit echt zu und mir macht das ein bisschen Sorge. Und ich habe auch in letzter Zeit wieder mehr Crashes. Also irgendwas scheint da mit meinem Emulator nicht mehr so ganz zu stimmen. Aber solange noch alles funktioniert, bin ich happy. So, war das jetzt hier? Das müsste, glaube ich, hier gewesen sein. Also wenn es hier nicht war, dann weiß ich auch nicht weiter. Würde aber Sinn ergeben, weil hier auch diese ganzen Ebenen sind. Also diese Plattform, meine ich. Wo ist denn der Spaß jetzt? Ist es da oben? Ich kann es gerade gar nicht so gut erkennen. Doch, 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 doch. Aber hat das Ding nicht normalerweise aufgeleuchtet? Hä? Ich glaube, das muss erstmal aufleuchten. Kann das sein? Och nee. Wenn ich jetzt hier wieder auf irgendeine Uhrzeit warten muss, dann raste ich aber aus, ne? So, aber ich kann hier auf jeden Fall den Aufwind nutzen. Entspanntometer. Oh, hier ist aber kalt. Yes, okay. Das Ding leuchtet auf. Ich glaube, das ist gut. Dann sollte ich mich ranhalten, bevor sich das doch noch ändert. Und wir haben auf jeden Fall mehr als genug Elektropfeile am Start. Hä? Okay, eigentlich habe ich gerade auch schon getroffen, aber gut, dann halt nicht. Nice. Also, wir haben jetzt schon den dritten Schrein. Ich denke, das ist bisher eine sehr, sehr erfolgreiche Folge. Wenn ich so viel Schreine pro Folge schaffen würde, dann würde es vielleicht noch hinhauen, dass ich vor TOTK hier fertig bin. Aber ich habe da echt noch so meine Bedenken, weil die Schreine an sich muss man ja ebenfalls noch absolvieren. Zumindest die, die verändert wurden. Und ich hoffe, dieser Schrein hier wurde verändert. Okay, nein, tatsächlich ist das nur ein Segensschrein, aber auch mal wieder ein sehr, sehr hübscher Schrein, wenn ihr mich fragt. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr cool, dass die Schreine alle thematisch an der Region angepasst wurden. Das hat was. Und ich lag tatsächlich doch falsch, denn hier ist Schnee. Aber gut, wo ist jetzt die Kiste, ist die Frage. Ich finde es ja eigentlich ganz nett, dass sie die Kisten auch verstecken. Ist jetzt natürlich kein krasses Rätsel, aber dennoch ganz nett gedacht. So, was ist jetzt hier drin? Ein Diamant. Yo, okay, nice. Nehme ich gern an mich. Dann würde ich sagen, geht es jetzt in Richtung Satori-Berg. Okay, wann ist es bitte so dunkel geworden? Ich war doch nur ganz kurz in einem Schrein drin. What? Oh, da hinten sind sogar zwei Schreine. Ach, egal, egal. Wir gehen erstmal zum Satori-Berg. Sonst ist das, glaube ich, ein Weg. Oder? Ja, nee. Nee, 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 nee. Wir bleiben beim alten Plan. Wir gehen erstmal da hoch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auf dem Satori-Berg auch nochmal etwas Besonderes auf uns wartet. Zumindest in dem Schrein. Also es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Finden wir es zusammen heraus. Hier haben wir auf jeden Fall noch was. Oh Gott, Elektroflederbeißer sind wirklich die schlimmsten von allen. Wenn ihr mich fragt, warum kriege ich denn diesen Felsen hier nicht aufgesprengt? Bin ich irgendwie zu blöd? Oh, das ist nur ein Aufwind. Oh mein Gott. Jetzt habe ich voll umsonst reingeschaut. Na gut, egal. Ich hoffe, ich friere jetzt hier nicht mehr. Nee, die Leiste ist genau an der Grenze. Sehr gut. Ich glaube, auf dem Satori-Berg gab es sehr, sehr viele Spurtlinge. Ich hoffe einfach mal. Und wisst ihr was, Leute? Wie wäre es, wenn wir hier einfach mal eine Windbombe machen? Denn ansonsten schaffen wir das, glaube ich, auch gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, Windbomben haben das Spiel für mich komplett verändert. Man kann einfach so große Distanzen damit zurücklegen. Das ist unglaublich. Wirklich eins der geilsten Entdeckungen in meinen Augen in BOTW überhaupt.
Zusammen mit dem BSS-Glitch, der ist auch extrem nice, weil man ultra schnell damit ist. Aber ja, ich bin ja sehr, sehr gespannt, ob Tears of the Kingdom genau sowas haben wird. Also, ob Windbomben vielleicht sogar rausgepatcht wurden oder nicht. Wahrscheinlich müssen die nicht mal rausgepatcht worden sein, weil es gar keine Bombenmodule wahrscheinlich geben wird. Zumindest hat man noch keine gesehen. Ist halt die Frage, ob man die alten Module behält oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man die nicht behält, weil man hat ja auch keinen Sheikah-Stein mehr sehen können in den Trailern. Von daher gehe ich mal einfach sehr stark davon aus, dass nämlich so sein wird. So, aber gutes Wetter bringen wir hier natürlich nicht mit zum Satori-Berg. Sieht aber cool aus, wie das hier leuchtet. Hier kann ich auf jeden Fall noch einen Krogsamen erhaschen. Sehr nice. Da sind ganz viele Sportlotusse. Oh, die nehme ich mal lieber mit. So, und den Krogsamen nehme ich auch noch mit. Why not? So, jetzt aber. Hoppala. Ich hätte gedacht, dass ich hier stehen könnte, aber kann ich gar nicht. Als ob das Gewässer hier so tief ist. So. Oh, super wichtig. Wir müssen uns auf jeden Fall mal wieder Sportessen machen, sonst sind wir wirklich langsam unterwegs. Und dann können wir das vergessen, dass wir das hier alles noch vor Tears of the Kingdom zu sehen bekommen. Also ich würde halt schon sehr, sehr gern vor dem Release mit beiden Projekten fertig werden, aber ich bin da noch sehr, sehr skeptisch, ob das was wird. So, Schrein in der Nähe. Oh. Welcher Schrein könnte nur gemeint sein? Hoppala, bin ich gerade durchgeglitscht? Bin ich gerade ins Wasser geglitscht? What the hell? Das war jetzt natürlich nicht so der Plan. So, gleich haben wir es geschafft. Hoppala. Ey, was wird denn das jetzt hier? Ich hoffe mal, die hat keiner runtergeworfen, sonst gibt es nämlich Ärger. Okay, nee, die sind ja einfach normal vom Berg gefallen. Und der Schrein müsste jetzt genau hier oben sein. Hoppala, da kommen ja ebenfalls Felsen runter. Hoppala. Ist mir actually noch nie aufgefallen, dass hier Felsen runterkommen. Okay. Nein, 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 nein. Jetzt bitte nicht runterfallen, okay, Link? Dankeschön. Mach keinen Blödsinn. Hä, bin ich gerade blind? Ach, da oben ist er. Okay. Fit-Karotten. Oh, die nehme ich auch mal mit. Weil, warum nicht? Und ihr lasst mich bitte in Ruhe. Ich will nicht kämpfen. Ich will einfach nur Schreine sehen. Okay. Oh, und da oben sind noch Spurtlinge. Die hole ich auch noch. Und hier sind wir beim Moratania-Schrein. Das ist ein cooler Name, actually. Ich frage mich, wonach diese ganzen Schreine benannt wurden. Wahrscheinlich nach den Priestern, die da drin sind, oder? So, Spurtling. Und noch einer. Komm, nimm ihn mit. Yes, sehr schön. Den kriegst du leider nicht mehr, Link, weil du zu unfähig bist, aber auch gut. Soll auch erstmal reichen. Leute, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir die Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie euch gefallen hat. Falls ja, würde ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung freuen. Und damit würde ich sagen, ich bin euer Maki. Macht's gut!